ein bisschen müde, Digga. Let's go. Digga, was ist denn hier los? Bruder, hier ist einfach absolut dicke Action. Wenn ich jetzt mal Bitcoins Nummer gespeichert hätte, Digga, dann könnte ich auch Bitcoin anrufen, aber ich habe nicht mal Bitcoin seine Nummer gespeichert, Digga. Keine Ahnung, welche Nummer hier von Bitcoin ist, Digga. Ja, aber hier ist doch seine Nummer. Hä? Das ist nicht seine Nummer. Wenn Bitcoin mich angerufen hat, hat er immer von einer anderen Nummer angerufen, Digga. Yo, Jungs. Hallo? Ja. Also ich werde aufpassen, da vorne zu fahren. Ich bin da gerade längs gefahren, da ist übelst die Action. Jo, wissen wir. Deswegen stehen wir hier. Ach so. Okay, ja. Ich habe mich übelst erschrocken da. Passt auf. Alter! Okay, ja, also. Digga, der hat mich fast über den Haufen gefahren, der Wichser. Ey, jo, geht's noch? Bist du da? Ja, ich bin da, Digga. Bei Lost MC anwesend, Digga. Da sind gerade so viele Bullen hingefahren. Jo, soll ich Graffitis hier wegmachen, weil das sieht nicht so geil aus, Mann. Ja, mach mal weg, Digga. Das sind aber die, ich kenne die. Die wussten das wahrscheinlich nicht. Okay, hey, Olaf, hier sind viele Bewerber. Soll ich die mal wegschicken oder willst du da gleich was machen? Wie viele sind wir denn jetzt gerade, von denen die abstimmen können? Ja, du hast mir vorhin nicht geantwortet. Wahrscheinlich hast du kurz Kopfschmerzen. Ja, ich hatte Kopfschmerzen, ja. Weggeschickt. Hier ist jetzt noch zwei Stück sind, glaube ich. Sind wir genug Leute, um abzustimmen, Digi? Ja. Ja, ich komme aufs Anwesen jetzt rauf. Ist, glaub ich, Marcel. Ja, ich komme jetzt, ich bin auf. Ja, Bruder, hier bin ich doch. Achso, ja, moin. Geht, Habibi. Nicht viel, Digga. Hab versucht herauszufinden, was hier passiert ist heute. Aber niemand kann mir sagen, was passiert ist. Also, der Marek hat mir gerade was erzählt. Was denn? Dass irgendwie Schepperei mit den Aliens war oder so. Schepperei mit den Aliens? Ja, irgendwas hat er dir mal erzählt. Ob das Pepe irgendwas, Ahnung. Ich hab da jetzt nicht viel verstanden. Ja, warten wir mal ab, Digga. Aber das Problem ist, Bruder, ganz kurz offen reden. Wir dürfen nichts wissen, ne? Ola? Nee, ich weiß, natürlich, das deswegen, weiß ich. Deswegen, ja. Nur durch herausfinden hier. Onkel Mujo hat mich angerufen, der meinte... Eigentlich auch nicht so, habe ich gehört, ich weiß nicht. Fraktionsbesprechung, aber wir waren nicht da. Mujo hat angerufen, der will hierher kommen, oder was? Nee, die wollen als Fraktion hierher kommen, weil die hatten heute eine Fraktionsbesprechung, aber wir waren nicht da, deswegen wollen die sagen, was genau entschieden wurde. Ja, okay, alles klar. Und Olaf, Bruder? Aha. Auf jeden Fall, ich muss dir safe heute noch einen blasen, Bruder. dann lass uns an unserem Platz treffen und die Bewerber reinholen, wenn ihr Lust habt. Ja, ich bringe die Lehrer. Wir sind schon alle hier. Ach so, ja, never mind, ich komm. Erstmal zu Info. Marcel hatte ihm gesagt, er soll uns einige Pistolen bringen. Okay, als kleine Aufgabe. Der hat statt 5 Pistolen, hat er uns 5 Langwaffen gebracht. Der Kollege da vorne? Ja, richtig. Der hat ein Bullpup, 2 Karabiner, eine AK und eine Pump hat er uns gebracht. Wann sollte er die bringen? Jetzt eben gerade oder wie lange? Nee, vorhin. Das war heute gegen 16 Uhr hat er... Nee, gegen 18 Uhr war das. Mhm. Und der kam einfach 20 Minuten später und hat die einfach gebracht. Er hatte eigentlich bis vor 13 Minuten noch Zeit gehabt. Er war das schon ganz schnell, Cousin. Wo hast du die denn her? Hauptsächlich aus meinem eigenen Bestand habe ich über die Zeit, jetzt über einen Monat zusammengespart. Aber war das die Aufgabe? Ja, die Aufgabe war, dass er uns halt... Das ist sozusagen, dass er sich überhaupt bewerben darf. Hat gesagt. Achso, ich hatte es eben so verstanden, dass er die von Civis abziehen soll. Nein. Achso, nee, einfach okay. Einfach, dass er welche bringt. Ja, okay. So als kleines 5 Waffen sollte er einfach besorgen. Ja, genau. Okay. Also, dann erzähl mir noch was von dir. Ich kenne dich noch nicht. Also, ich bin Floyd. Ich bin seit einem Monat hier in der Stadt. Ich bin 19 Jahre alt und ich war bis jetzt, seitdem ich den Monat hier bin, nur als Civi unterwegs. Mhm. Und jetzt bin ich auf der Suche nach einer Familie. Und warst du schon mal vorher in einer Familie oder warst du die ganze Zeit arbeitslos und Zivilist? Also, ich war jetzt die ganze Zeit Zivilist. Und hast du dich schon woanders beworben? Tatsächlich ist das meine erste Fraktion. Ich habe jetzt bis vor kurzem noch als Schneider gearbeitet und so mein Geld verdient. Und was erwartest du dir, wenn du bei uns der Fraktion beitrittst? Eigentlich erwarte ich nur, dass ich Leute habe, denen ich vertrauen kann und die mit mir Seite an Seite stehen, ob in guten oder in schlechten Seiten. Das hört sich gut an. Da du dich ja vorhin schon vorgestellt hast, will ich dir jetzt keine Frikadelle ans Knie reden. Ich würde sagen, wir machen eine Abstimmung, oder? Ja, bin ich für. Hände hoch, wer dafür ist. Soße, bist du im Kopf oder bist du wieder abgehoben? Ich bin da. Und deine Hand ist nicht oben? Ja. Okay, also nochmal. Also nochmal alle die Hände hoch hier, die sagen ja. Moment. Ich will wissen, wieso er Nein sagt. Vielleicht ändert das meine Meinung. Kannst du kurz Amita weglaufen? Dann besprechen wir das. Ich war gerade nicht da. Ja, alles. Ich bin jetzt wieder danke schön. Die Begründung, die kann ich hier nicht beantworten. Okay, ich sag aber mal, warum ich da viel bin. Der Typ hat mir echt einen luigen Eindruck gemacht. Nein. Bei mir ist es was anderes. Und ist das essentiell für uns, das Wissen? Ich bin halt so ein
Freund davon, wenn Leute anders sind. Wisst ihr, wie ich meine? So ein Isco ist anders, so ein Cousin ist anders. Wisst ihr, wie ich meine? Und davon brauchen wir mehr Leute, damit es lustiger ist. Und weil die, wenn neue Leute reinkommen, die alle normal sind, also ich kann es nicht umschreiben, aber dann ist es halt einfach lustiger. Das Problem dabei ist, wir brauchen auch umso mehr Leute, die hier ein bisschen Ernsthaftigkeit reinbringen. Ja, darüber haben wir letztens noch geredet. Aber dann mach alles gut. Jetzt haben wir verstanden und du bist für Nein. Das passt doch schon. Okay, die Hauptsache ist kein persönlicher, verstehst du, wie ich meine? Hol ihn wieder nach vorne. Wir können ja immer noch am Ende des Tages aussortieren. Setz dich hin. Jo, mach ich. Was ist denn besonders an dir? Ich kann nur sagen, dass ich ein ziemlich loyaler Mensch bin. Ihr wollt wahrscheinlich wissen, ob ich schießen kann. Das ist scheißegal, Digga. Schießen kann man auch lernen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wer ist dafür? Hände hoch. Jo. Okay, 6. Gut. Somit bist du drin. Freut mich, der Familie beizutreten. Herzlich willkommen, Shabab. Danke. Herzlich willkommen. Sehr, sehr, sehr gut. Ist noch jemand, der sich bewerben möchte? Hört ihr mich? Ja, wir hören dich, Bruder. Was meinst du? Bruder, woher wissen, also ich sag euch so, woher will er jetzt wissen, dass wir gerade, niemand ist jemand da, also nie ist jemand da. Ja, soll noch einer? Wir fangen an, Gespräche zu machen und zufälligerweise jetzt sind sie da, wie, hä? Soll ich den erstmal setzen? Ja, ich war vorhin. Nein, der soll ich herholen. Ja, ja, hol ihn her. Aber ey, zum Thema nochmal Voice Crack und auch Cracky. Ich weiß jetzt nicht genau, warum sie sich für die Platz entschieden haben, aber ich hätte beide mit Kusshand genommen, Digga. Mit Kusshand. Die Kombination ist sehr lustig, ne? Safe aber das war, halt am das war halt am Anfang so, dass sie dann da hingegangen sind. Und das Ding ist halt bei Cracky und Voice Crack, damals hieß es noch, es kommt keiner rein bei uns, weißt du? Deswegen. Ich hab Voice Crack gefragt. Da hatte er die Wahl, zu den Platz zu gehen oder hier. Klar, er war schon mit einem Bein bei den Platz, deswegen verstehe ich ihn auch. Setz dich hin, Kasper. Panzerplatz. Ja, ey, Jungs, scheiß drauf, der kann auch wieder gehen, Digga. Ja, Jungs, Spaß. Wirklich, genau. Oder kannst du drei Sekunden zum Hinsetzen? Drei Sekunden zum Hinsetzen. Eins. Ja, sorry. Ja, ey, könnt ihr ihn wieder nach oben? Ich hab nicht mal ein T-Shirt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hab schon mal sein T-Shirt, bitte. Bruder, bring ihn nach oben. Okay. Bruder, das war's komplett, Rino, Alter. Ganz froh, dass ich keine Kugelfenster hätte, Bruder. Ich dachte, dass er so schnell nach Hause gegangen ist. Bruder, der Arme, ja, Alter. Das waren andere Dieter Bohlen, Digga. Das war ganz klar. Er hat nicht mal ein Wort gesagt, die Digga. Ja, ist so. Ich weiß nicht mal seinen Namen, Digga. Ich hab noch nie so ein schnelles Vorstellen. Er konnte sich nicht mal vorstellen, der Arme. Ja, Bruder, wenn er sich nicht mehr hinsetzen kann, was will er dann hier, weißt du, wie ich meine? Der war bestimmt eingeschüchtert von Agatha, Digga. So, ja, okay. Wie da steht. Mhm. Die sieht aus, als hätte die Hosen ja an. Willst du sagen, ich habe hier meine Jungs nicht unter Kontrolle, oder was? Nein, warte, ey, bitte nicht ins Wasser. Ey, bleib stehen hier, Digga. Bleib stehen, verdammt. Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts. Er hat noch nicht ein Wort gesagt, Sabbel. Der wurde einfach schon abgelesen. Nein, ich mach nur Spaß, Digga. Wo ist denn Watto jetzt? Watto, komm her, hier! Achso, der steht vorne. Achso. Achso, damit du Bescheid weißt, Watto hat immer noch seine Mission mit Dolanga, Kalinga, Osuna, Ofana, Osas, Cousin. Was? Also, und zwar, Watto hat immer noch seine Mission, den Dolanga, Kalinga, Osuna, Onana, Osas zu schnappen, Cousin. Warum? Wer hat ihm die Mission, gegeben? Das war so, er ist damit gekommen, hat gemeint, hey, yo, ich kann euch jemand ausliefern, der euch die ganze Zeit beleidigt, die ganze Zeit Oktogramm beleidigt. Marcel hat gemeint, ja, bring ihn her, so als Mission fürs Vorstellungsgespräch. Aber hat wenn er ihn eine Ausreise bekommen. Aber wenn er ihn nicht bekommt, ist er wieder raus, oder was? Weiß nicht, nein, ich wollte nur wissen. Dann ist Duanga, Kalinga, Futana, Hunana, Husana, Hukala, Hukaki, Maki. Digga, was ist das für ein Name, Alter, der regt mich jetzt schon auf. Duanga, Kalinga, Hunana, Hunana, Osas, das ist doch ganz einfach. Ja, Bruder, so einfach wie Chito sein 20 Mal Wichsen am Tag. Warte, ist, glaube ich, der ist schon ein bisschen länger schlafen. Warte, schlafen? Nein, das ist der hier vorne mit dieser Oma-Maske. Ah, ihr habt schon. So, die zwei, die neu sind, kommen mit jetzt hier. Oha, mashallah, die Tasche, Bruder. Anders sexy. Ja, ja. So, komm mit. So, Floyd, du bist schon mal am Start. Ja. Du hast dich richtig begeistert an, Digga. Ja. Ich bin ein bisschen so. So. Alles gut, Digga. Aber wir brauchen hier auch Typen. Danke. Ne? Und keine Langweiler, Digga. Muss ein bisschen aus dir rauskommen. Jo, werde ich machen. Jo. Jo. Wer bist du? Pepe. Pepe, ah, moin, Pepe. Stand hier noch jemand, der sich vorstellen wollte? Nee, ne? Nee, der ist schon rausgeflogen. Ja, ja, weil, Digga, der konnte sich nicht mal hinsetzen, so ein Idiot, Alter. Ja, hab schon. Ja, Pepe, gehört. Du brauchst nicht die ganze Zeit wie ein Idiot hier vorne stehen, Digga. Haben die Jungs dir das gesagt, ja, dass du hier stehen sollen, sowas? Nein, nein, ich mach das freiwillig. Na, das finde ich gut, Digga. Das finde ich gut. Aber wenn du willst, kannst du dich auch woanders hinsetzen, wo du trotzdem noch die Übersicht hast. Ich gebe dir einen kleinen Geheimtipp. Da oben kannst du auch bei der Brücke rübergehen und ein bisschen gucken, Digga. Du musst hier nicht die ganze Zeit wie ein falscher 50er
stehen, Digga. Stell dir vor, Digga, du stellst dich bei einer Fraktion oder bei einer Gang vor und weißt nicht mal, wie du dich hinsetzen sollst, Digga. Dann brauchst du dich da. Ein bisschen tut er mir auch leid, Digga, so ist es nicht, aber hey, es war halt eine coole RP-Situation und gut ist, der kann morgen wiederkommen, Digga. Bruder, ihr wisst gar nicht, was der Typ gemacht hat jetzt. Wer? Bruder, er ist jetzt. Er hat gerade seinen kompletten Körper studiert. Der hat jetzt alles studiert, was man machen kann. Hinsetzen, rumspringen, der hat alles studiert. Ist er jetzt schon wieder da oder was? Nein, er ist nicht da, aber der, vertrau mir, der macht das jetzt gerade. Ach so meinst du. Ja, safe, natürlich, Digga. Der wird morgen. Jetzt studiert, er weiß mehr als wir alle zusammen. Der wird morgen Liegestützen mit einem Zehennagel machen. So ein Ding ist das. Bruder, ich schwör's, wenn der heute nicht im Bett liegt und sich und dann traurig und darüber nachdenkt, dann weiß ich auch nicht, Alter. Der wisst. Yeah. Wow, er kommt hier rüber geflogen einfach. Er sagt, die Wichser, ihr könnt gar nichts. War doch lustige Situation, ey. Was machen wir allgemein heute? Ey, ich bin für eine Geiselnahme heute. Ich sitze hier, ich komme wach seit zwei Tagen auf und dann sitze ich da nur. Macht ruhig Action, ich sag heute. Macht gut Action heute, macht einen schönen Startbank, organisiert ein bisschen Cash. Ich werde nicht so lange am Start sein, Jungs. Ich habe noch, ihr wisst ja so wie gestern. Morgen bin ich wieder ganz normal am Start. Morgen können wir das LKW-Ding machen, wenn ihr Lust habt. Okay, machen wir morgen. Ja, weil heute bin ich nicht so lange am Start. Und ein Vogel hat mir auch vom Baum gezwitschert, Digga, dass heute eigentlich schon auch ganz gut was los war. Aber ich kann das nicht genau sortieren. Was meinst du? Welcher Vogel? Das war die fette Taube, die sich deine Mutter nennt, du Arschloch. Hey, du Wichser! Geh nicht zur Mutter! Ja. Oh! Hey, häusliche Gewalt, ey! Oh. Ey, was machst du? Ey, Olaf, wir müssen uns echt mal mehr so um Aufträge kümmern, ja, dass mehr Aufträge reinkommen. Ja, meinst du nicht auch? 100%. Also Bitcoin weiß sowohl von den Aufträgen Bescheid, als auch die Lost MCs. Es ist nicht so, als wenn die Leute nicht Bescheid wissen. Ich glaube halt einfach, dass wir es leichter vorgestellt haben mit Aufträgen, als es in der Realität ist. Verstehst du, wie ich meine? Zum Beispiel zu diesen Typen, die wir gestern am Berg getroffen haben, wisst ihr, die neben den Lusten wohnen. Zu denen können wir hingehen und sagen, wir machen Aufträge zu den Clips, zu den Platz, warum sollte man am Anfang schon diese Aufträge, dieses Aufträge-Ding hat doch gar keinen Sinn ergeben. Also diese Fraktionskasse ist einfach Olaf seine Importfahrzeuge, wenn nicht. Ja, das stimmt. Diese Aufträge, das gibt's gar nicht. Na, Bruder, Aufträge gibt für die, dann machen die das doch selber. Der Aspekt an für sich ist schon ein cooler Aspekt, aber er wurde halt einfach nicht so richtig angenommen. Und ich kann dir auch sagen, hey Jungs, Mann! Hey, bleib stehen! Warte, hey, was machst du, Alter? Seiten, ey! Pepe bekommt frische Seiten. Ja, mach die Seiten auf null, komm, yalla! Was ist los mit euch? Ich hab den seine Seiten frisch gemacht. Ja, mach doch, Bruder, Digga! Ich guck mich als was für ein Krimineller. Warte, Bruder, Pepe, warte, ich hab das gelernt. Ich hab diese Ausbildung. Sehr gut. Oder vertrau dir nicht, Marek ist ganz. Ganz wichtig, Digga. Digga, Seiten auf Sicherheit ist essentiell. Danke. Steck ihm mal das Ding in den Hintern. Arschbohrer, dann. Für Arschbohrer ist noch. So. Arschhaare rasieren, Alter. Wollen wir auch deine Mutter anrufen, oder was? Ja! Ah, du Arschloch! Scheiße. Ah! So. Stop. Siehst du gut aus. Ey, wer packt Olaf an? Dann ich fick den am Anakoim. Wo ist er? Auf einmal nichts geworden, ja? Auf einmal. Mahmoud, komm mal her, bitte her. Ja, ganz witzig, Digga. Ich komm. Kleiner Wichser, ja, okay, alles klar, ja. Du wirst schon sehen, ja. Ich blute, hört auf. Ja, dann mach ab, Digga. Bist du so frech? Ich hab keine Schere, ein anderer. Du kleiner Wichser, Digga. Das werde ich mir auf meine Art und Weise merken, Digga. Was? Du kleiner Wichser, ja. Ey, Jungs, überreiß euch jetzt zusammen. Ich ertrink. Also, hört nochmal ganz kurz zu. Sind alle am Start hier? Ja. Chito ist so abgehoben geworden, Bruder. Wallabila. Chito ist ein anderer Mensch. Chito ist so anders geworden, Bruder. Das hab ich auch gesehen. Chito ist so abgehoben. Also, sonst einfach alle vergessen. Das Blatt aus Chito. Chito, wer verstanden, du bist wichtig geworden. Bruder, Chito, trag die Nase nicht so hoch, Bruder. Also, das mit den Aufträgen nochmal ganz kurz. Wir haben das ja den ganzen Leuten auch angeboten. Aber ich glaube, es wurde einfach nicht so gut angenommen. Ich kann euch auch sagen, warum. Weil jeder Schwanz hier mit einem anderen Schwanz ein Bündnis hat. Das heißt, wenn die irgendwas zu tun haben oder Hilfe brauchen, rufen sie einfach ihren Bündnispartner an. Das nervt mich, Digga. Das sollte eigentlich in Dortmund verboten werden, Digga. Ja. Schwöre, dieses 69, was ist das für ein Bündnis, Bruder?
Die haben keine Eier, Bruder. Die haben keine Eier. Was ist denn das, Alter? Man kann was nicht, dann ruft man einfach, ey, komm mal bitte hierher, weil man alleine nichts regeln kann, Bruder. Das ist dieses mäßig, ich hole meine Familie hinter oder diese große Bruder. Ja, das nervt. Das habe ich noch nie verstanden. Dann kann man gleich pro Fraktion hochstufen auf 50, Mann, so vom Ding her. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, wir haben uns das leichter vorgestellt, als es ist. Unsere Idee war gut, aber wir haben nicht berechnet, dass wenn zum Beispiel, keine Ahnung, die Lost MCs irgendeinen Scheißjob am Start haben, dann rufen sie vielleicht erstmal den Platz an, weil das ihre Verbündeten sind, bevor sie uns anrufen, weißt du? Deswegen müssen wir uns einen anderen Zweig suchen. Vielleicht kann man mal mit Bitcoin reden, dass wir vielleicht ein bisschen was in den Waffengeschäften machen. Wir können auch nochmal zu dem Stripclub fahren, wenn der offen hat, und mal nachfragen, wie es damit ist, mit Sicherheit an der Tür und Veranstaltung. Ich wollte dir gerade sagen, zwei Sachen. Als allererstes, das mit Waffen. Wir können ja zum Beispiel Waffenrouten abchecken, weißt du? Dass wir den Schutz sozusagen übernehmen. Ab und zu fahren wir einfach alle zusammen auf den Routen. Warte, mein Telefon klingelt. Wer ist, der dort nicht arbeiten darf? Hallo? Ja, Mann, das ist eine gute Idee. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich habe gerade keine Zeit, Digga. Okay. Gut, easy. Hast du gerade keine Zeit? Nee. Wer bist du denn nochmal überhaupt? Was ist Cousin? Der dir die Waffen verkauft hat, das eine Mal, wo wir den ersten Waffendeal gemacht haben. Hast du Waffen abgekauft hast. Ja, ich brauche aber keine Waffen aktuell, Digga. Danke. Also nicht für die Preise. Nee, nicht für die Preise, Digga. Umsonst. Oder bester Mann, Bruder. Bester Mann, Digga. Weißt du, wo ich wohne? Oder bester Mann, Bruder. Wir haben immer gesagt. Meine Jungs, reden nicht alle durcheinander, ich verstehe nichts. Ja, komm vorbei. Ja. Ja, da bist du. Ja. Gut, ich geh mal kurz an die Straße, wenn der eine Typ will gleich kommen. So, was ist los? Der will dir irgendwas über 18s und Crips irgendwas uns erzählen. Irgendwas mit der Schießerei. Wer bist du? Moin, Kreuz Andreas hier. Wer? Kreuz Andreas. Kreuz Andreas? Ja, Andreas Kreuz. Ah. Und wie kann ich dir weiterhelfen? Ich möchte gern Unterschlupf finden in einer Gang, weil ich Probleme habe. Massive Probleme mit den Crips und mit den 18s. Die haben mich gestern abgezogen, was ich scheiße fand. Und ich war vor kurzem noch bei der Bundeswehr, hab da auch ein paar Connections zu. Zum Beispiel Herrn Sentenza oder Herrn May oder wie auch immer. Mhm. Und will einfach nur quasi nichts mehr mit dem Legalen zu tun haben, weil ich halt das nicht mehr aus, diese dumme Streife fahren, hier Leute kontrollieren, da Leute kontrollieren, das ist nichts für mich. Und was ich mitbringen könnte, wären zwei Langwaffen, natürlich nicht dabei, weil clever, würde ich anbieten. Sehen wir aus wie ein scheiß Hotel oder was? Was für Unterschlupf, nee, Digga? Nicht. Sehe ich aus wie ein Unterschlupf, wie ein Bett von einer Bitch? Nee, natürlich nicht. Ja, also was für Unterschlupf? Nee, aber ich habe einen Bock mehr, abgezogen zu werden. Als Zivi ist das Leben absolut nie miserabel und ich hoffe, ich kann euch dienen, so gut ich kann. Dienen? Und natürlich dienen. Und vor allem, wenn es sein muss, spreiz ich auch meine Backen. Ist mir egal. Geil. Wer bist du? Ist das ein Auto, wenn ich das Auto hier parke? Wer bist du denn? Wir haben gerade telefoniert. Ah, Miguel. Nee, park das Auto bitte einmal an der Straße, nicht in der Einfahrt, Digga. Okay, danke dir. Alles klar. Ja, nee, weil die Sachen da drin sind. Ja. Sag schnell, ich komme gleich zu dir zurück. Yo, ich habe hier noch jemanden, der sich bewerben will. Ehemalig Bundeswehr, will einen Unterschlupf finden. Ich habe ihn gefragt, ob wir aussehen wie eine Bitch. Soll ich den runterholen oder haben wir für heute erstmal die Fresse dick? Ich brauche seinen Namen, Digga. Ich brauche einen Namen. Andreas Kreuz. Sonst komm mal einmal kurz hoch, Marcel, als Vize-Abi. So, und wer bist du? Ich war schon mal vor 2 Tagen hier. Da habe ich euch 2 Waffen gebracht und ich habe gesagt, dass ich noch eine dritte habe. Wollte ich euch auch noch bringen, so, weil mir gesagt wurde, dass ihr dann gefallen für auf den Abzug. Zumindest hat mir das einer von euch gesagt. Warte mal ganz kurz. Also Jungs, so, hier ist heute Tag der offenen Tür. Kommt alle nach oben jetzt hier. Hier sind so viele Leute schon wieder zum Kotzen. Mach die scheiß Musik aus. Noch einmal, du spielst hier Musik vor meinem Anwesen, du Arschloch, ja? 90% ist sowieso nicht. Bruder, was ist denn das für eine wilde Frisur, die du hast, Junge? Kevin aus Kreuzberg, servus. Nein, Mann, ich Kevin aus Kreuzberg. Kevin aus Kreuzberg, genau. Freut mich, Digga. Ich will Marcel aus Buxtehude, Digga. Hast du ein Problem mit mir? Nee, ich hab kein Problem besser mit ist dir. Es. Wir sind doch alles Brüder und Schwestern. Nö, ich bin nicht dein Bruder, Digga. Ich könnte dein schlimmster Albtraum. Kommen alle von Halt deine Schnauze, du Fotze, Digga. Okay. Auf wen war das so? Mahmoud, Bruder, ich bin Kevin aus Kreuzberg. Kevin aus Kreuzberg? Bruder, ich hab die Waffe verloren. Ich auch. Weißt du nicht mehr vorhin? Du hast gesagt, Waffe um 400.000. Ach so, ja, Waffe um 400.000. Ja, Bruder, ich habe jetzt nur noch 100.000 und Waffe weg. Ja, dann wird das leider nichts. Ja? Ja, okay. Dann wird das nichts. Alles klar, ich danke dir trotzdem, ja? Okay, Mann. Hat einer von euch Pipi gesehen? Pass auf dich auf. Ja, alles klar. Kein Problem, Bruder. Ich stehe doch hier. Macht euch nicht lustig über Leute, die am List mit sind, ihr Schweine. Wer bist du? Ich kann da nicht dafür, dass der Wagen scheiße ist. Dein Lambo, Bruder, wurde mir weggenommen, weil Cousin hier den mit Dings... Schnauze jetzt mal ganz kurz, hier beide. Schnauze halten.
Leuten jetzt hier. Wer ist das? Dich kenne ich doch, du Arschloch. Du hast doch letztens die Jacke angehabt, die mein Bruder nur da tragen darf. Tatsächlich. Aber ich habe mich ja umgezogen. Haben wir nicht dein Auto im Wasser versenkt? Ich meinte, das stand in meiner Garage. Lass mal kurz einmal sitzen, bitte. Jo, geiles Auto, dann kaufst du das? Wenn ihr mich annehmen würdet, könntest du gerne sehr oft damit... Bruder, wenn ich diese Imports kaufen kann, ne? Ist jetzt bisschen. Hast du gerade versucht, uns zu bestechen? Nein, mit einem scheiß Auto. Ich bin Fühlin. Aber ein geiles Auto, echt. Was willst du für das Auto? Cousin, du hast keinen Führerschein, aussteigen. Was willst du für die Karre haben? Ich liebe diese Karre, ist mein einziger Import. Nein, alles gut. Wenn es dein Baby ist, dann ich will ihm das nicht wirklich. Was willst du denn für die Karre haben? Marcel, komm mal kurz zum Anwesen. Unbezahlbar, sorry, wirklich. Okay, dann werde ich mal eine kleine Strandtour machen. Nicht versenken, bitte. Dann mach einen Preis. Ich wollte doch eigentlich... Sag eine Nummer. Ich will ihn nicht verkaufen, da hängen Erinnerungen dran. Ich will ihn aber meinem Bruder Isco schenken. Nee, sorry. Also ich kann, ihr könnt oft damit fahren, ich kann dir auch mal einen Zweitschlüssel geben. Willst du den wirklich versenken? Eigentlich nicht, er soll einen Preis sagen. So, letzte Chance, mir einen Preis zu sagen. Aber setz dich mal kurz einmal. Jungs, lass mich mal mit ihm alleine. Setz dich mal in dein Auto rein. So, natürlich habe ich dir das Auto nicht versenkt, Digga. So einen miesen Charakter habe ich auch nicht, aber ich wollte dir einen Preis rauskitzeln. Aber ich will den Wagen trotzdem haben, Digga. Ja, das wollen sehr, sehr viele. Warte mal, komm mal her. Willst du tauschen oder was? Ja, eventuell. Ich mache dir ein einmaliges Angebot, Digga. Okay, ich zeig dir den hier. Das ist noch kein Zugeständnis. Kann auch sein, dass du was drauflegen musst. Sag mir nur, was du davon hältst. Oha, der ist schon sick. Ist das... Das ist ein Bugatti Veyron. Ja. Oha. Mit Dreier-Chip. Also es wäre auch ein schlechter Deal für mich. Denn der Wagen ist mindestens seine 25 Millionen wert. Ach du Scheiße, Mann, warum? Ich wollte doch eigentlich nur vorbeikommen, um mit euch zu reden. Jetzt wird's direkt so schwer, ey. Was hältst du davon? Ich glaube nicht, dass dein Auto 15 wert ist, Digga. Das sag ich dir so, wie es ist. Und ich begründe dir auch, warum. Ich bin ein bisschen ich bin hier ein bisschen im Autohandel tätig. Es ist zwar ein Einzelunikat, aber mir wurde aus sicherer Quelle gesagt, dass eventuell in naher Zukunft auch wieder Imports eröffnen. Das heißt, ich muss auch vorausschauend planen. Das heißt, wenn die Importgeschäfte hier wieder in der Stadt öffnen, dann werden definitiv die Preise von den Wagen auch wieder sinken. Ich denke nicht, dass er 15 Millionen wert ist. Wenn du jetzt zu mir sagst, du willst ihn auf gar keinen Fall verkaufen, dann respektiere ich das und dann gehen wir getrennte Wege wieder. Wenn du nichtsdestotrotz eventuell Interesse hast, ihn vielleicht zu verkaufen, gehen jetzt Cash Kralle. Ey, Ola, dann sag mir Bescheid. Ich will dein Auto nicht, weil kaufen will. Nicht, weil okay so. Ich hab ihn nur Cash willst du machen? Ich würde dir sofort Cash geben. Das Problem ist halt, da hängen so viele Erinnerungen dran. Also ich würd mir da nochmal Gedanken drüber machen. Also wenn du mir ein Angebot machst, auf jeden Fall. Ja, aber es ist ein einmaliges Angebot, was nur für jetzt gilt. Ich bin ein Freund von Schnellgeschäften. Morgen kann meine Laune schon wieder anders sein oder die Kosten können morgen auch explodieren, weil wir eine dicke Waffenlieferung bekommen oder so, ne? Aber ich respektiere das. Wenn du ihn nicht verkaufen willst, ist okay. Ich würde dir jetzt Cash gerade, weil ich den gerne meinem Bruder schenken will. Ich denke auf gar keinen Fall, dass er ansatzweise 15 Millionen wert ist. Ich sehe ihn eher so bei 7 bis 8 Millionen. Ja, kann ich verstehen. Den komplett, aber ich will jetzt nicht irgendwie, ich würde den schon gern behalten. Ja, alles also, gut, nein, alles gut, dann machen wir das. Gut, okay. Lass uns mal zurückfahren, oder? Ja, gibt's ja nichts mehr zu sagen. Du kannst gerne wiederkommen, wenn du es dir anders überlegst. Chito, Mahmoud bildet mal eine Linie davon. Was ist los? Sobald sich alle aufgestellt haben. Hier, komm mal neben mir, Olaf. Ja, Einlage. Darf Sergen kommen, Cousin? Nein, er darf nicht kommen. Keiner soll nicht kommen. Jo, okay, schaut her, Jungs. Ich weiß nicht, inwiefern sich jeder erinnern kann. Olaf, du weißt noch nicht Bescheid, ja? Nee. Dein Sohn, Cousin, wurde heute... Fang weiter vorne an. Nein, ich fange nicht weiter vorne an. Oder lass ihn einfach erklären, bitte. Lass ihn doch einfach erzählen, bitte. Wir hatten auf jeden Fall eine Diskussion mit den Crips gehabt, ja? Das berechtigt nicht. Egal, welche Diskussion wir hatten. Sie haben Cousin sehr, sehr schwer verletzt. Er lag im Krankenhaus. Sie haben beinahe seinen Kopf verfehlt, ja? Gott sei Dank steht Cousin wieder da. Sie haben beinahe seinen Kopf verfehlt? Ja, Bruder, die haben ihm einen Kopfschuss gegeben. Ach so, ja. Okay. Die haben einen Kopfschuss gegeben, ja. Okay? Daraufhin haben wir mit den Crips das Gespräch aufgesucht. Drei Leute, Vize-OG oder keine Ahnung von denen, sind zu uns gekommen. Die waren frech. Mahmoud hat es den an den Fingern gejuckt und hat alle drei eliminiert, ja? Das war gerade PowerPoint-Präsentation 6. Klasse, Alter.
Versuchen, dich auf Ernst zu machen, Alter, mit dir. Ey, hör mir zu, du Arschloch, Schnauze reiten! Daraufhin gab es eine Reaktion, Digga. Die haben uns gestürmt, ja? Ich kann dir sagen, ich habe dabei am besten abgeschnitten, aber nur mal so am Rande. Und das geht so nicht, Olaf. Und ich möchte jetzt, dass du Schritte einleitest mit, ja? Es waren drei OGs, oder wie sie sich nennen, Gs auf unserem Gelände, um das mit Zeug zu klären. Habe ich das richtig verstanden, was mit Cousin vorgefallen ist? Anstatt das zu klären, hat einer von uns die einfach erschossen, richtig? Richtig. Dass Leute respektlos mit uns auf dem Anwesen reden. Ich war nicht dabei, ich kenne euch auch. Und ich gehe nicht davon aus, sagt mir mein persönliches Bauchgefühl, dass die als erstes respektlos geredet haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr hier euch auf dem Anwesen auch sehr wohl gefühlt habt und eventuell auch vielleicht euch im Ton vergriffen habt. Ist ja auch okay. Aber eine Sache kann nicht sein, und das ist einfach meine persönliche Meinung. Wenn ihr ein Gespräch habt, nicht mit irgendwelchen Kackfressen, sondern mit anderen Gs, OGs, die hierher kommen zum Klären, dann kann es nicht sein, dass jeder für sich entscheidet, wann er schießt. Mir ist scheißegal, ob Emotionen oder nicht. Ja, das stimmt. Wenn ihr eure Emotionen nicht unter Griff habt, dann geht auf die Straße und werdet wieder Zivis. Wir sind hier eine Fraktion. Und jeder, der hier handelt, aus Emotionen heraus, handelt für seine ganzen Brüder gleich mit. Das funktioniert so nicht. Und wenn Marcel sagt, auf meinen Befehl, dann ist mir scheißegal, ob ihr große Egos habt oder nicht. Dann habt ihr auf das Wort von Marcel zu hören. Und es ist mir egal, ob ihr damit einverstanden seid oder nicht. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, könnt ihr die Straße hochgehen und euch zu den anderen Pennern stellen, die da die ganze Zeit rumstehen und uns auf den Sack gehen. Ja, da hast natürlich recht. Auf jeden Fall. Ich weiß nur, die haben Cousin umgebracht und dann kommen die noch her und schreien hier rum. Ich habe ja nicht mal ein Wort gesagt, wirklich nicht. Nur Marcel hat die ganze Zeit geredet. Und er war da hast du recht, da hast du recht, Digga, Marmut. Da hast du recht. Natürlich darf niemand irgendjemand von uns umbringen. Aber es ist wichtig, als Fraktion auch weise zu handeln und sich nicht von den Emotionen leiten zu lassen. Wenn wir uns alle von den Emotionen leiten lassen würden, dann wäre Soße die ganze Zeit im Würfelpark, Digga, und wird mit den Zivis abhängen, weil er immer noch ein Zivi im Kopf ist. Rick wird die ganze Zeit bei Tessa hängen, Digga, und Marcel Harris wird sich die ganze Zeit von der Transe oben im Zimmer einblasen lassen. Was redest du? Mit Wolfgang. Ja, das war heute sogar der Fall, Digga, um ehrlich zu sein. Warte mal, die Alte, die auf dich gewartet hat, das war. Ja, die hat mir oben eingeblasen, Digga. Habt ihr ja alle mitbekommen? Nein, ich meine wegen Transe. Achso, ja, hast du ein Problem damit, Digga? Nein, absolut nicht. Ja, aber, perfekt, Digga. Ja, okay, ja. Ja, Bruder, solange die gut aussieht, so scheißegal, Alter. Das fühle ich auch. Mhm. Also, wir müssen weise handeln. Und wir haben einmal am Anfang der Gründung gesagt, wir dürfen uns nicht von den Emotionen leiten lassen. Gerade bei solchen wichtigen Entscheidungen nicht. Und am Ende kann ich Mahmud verstehen, dass wenn Leute respektlos mit uns umgehen, dass wir das schießen müssen. Und ich kann das verstehen, auf die Situation, dass sie einen 6-Jährigen erschießen. Ich kenne die Situation nicht, ich war da nicht dabei. Ihr könnt mir die Situation nicht sagen, wie sie richtig entstanden ist. Damit müssen wir jetzt alle leben. Aber ich bleib dabei. Das hat bei uns nichts zu suchen. Dass andere OGs, andere Abis einfach auf unserem Grundstück erschossen werden durch Emotionen. Das funktioniert so nicht. Und das wird auch meine Überzeugung bleiben. Jetzt haben wir die Scheiße auf dem Teller. Ich kenne die Gesamtsituation nicht. Aber wenn die uns jetzt ficken wollen, dann müssen wir zurückficken. Wir werden auf jeden Fall nicht den Schwanz einziehen. Gut, und weil, Männers, weil ihr so viel Stress hattet, Agatha kümmert sich jetzt um euch. Ey, ich zieh durch jetzt, Digga. Kylo ist übelst am Rumhusten, Digga. Ja, geh sofort offline. Ja, alles gut. Ich weiß Bescheid, Digga. Jalla, ciao. Ich werde durchziehen, Chat. Ich hoffe, er drückt einfach... Also Zwingerhusten ist... Wie bei einem Mensch zwanghafter Keuchhusten. Es hört sich jetzt für mich nicht danach an. Ich weiß, also er hatte das erst vor 1,5-2 Monaten. Ich hoffe nicht, dass es das ist. Aber ich will mich jetzt erstmal kurz um Kylo kümmern und gucken, was bei ihm los ist. Spazieren gehen, okay? Wir sehen uns morgen. Danke für den nice Stream, hat mir sehr gut gefallen. Danke. Ja, also Kuss, lasst euch gut gehen. Danke.